Ja, verehrtes, treues, aktives, lang durchhaltendes Publikum der Mainzer Stiftungsprofessur. Ich freue mich sehr, heute dieses letzte Thema hier in den Raum zu werfen und danke Frau Dreyer herzlich, dass sie es schon mal von einer philosophischen Perspektive aus beleuchtet hat. Tatsächlich werde ich einen anderen Weg gehen. Umso wichtiger ist, dass wir an Platon denken und vielleicht auch noch an Heidegger mit seiner Seinsvergessenheit, der ja darauf auch irgendwo aufbaut. Sie werden aber zunächst einmal einen kleinen Rückkopplungseffekt bekommen zur letzten Vorlesung und sich kurz erinnern, gegen ihr mögliches Vergessen, das in einer Woche schon wieder stattgefunden hat, erinnert werden daran, dass es damals um die Grundlage der Geschichte des Buches Exodus geht und das Zentralthema dieses Buches, und das war der Kampf gegen das Vergessen. Diese Geschichte, die uns nochmal von Jan Assmann erzählt wurde, betraf ja bekanntlich die Befreiung der Hebräer aus der ägyptischen Unterdrückung, das Herausführen durch Jahwe aus der Knechtschaft und der exklusive Bund, den sie eingegangen sind mit ihrem Gott. Dieser enorme Statuswandel, der diesem Volk damit ermöglicht wurde, nämlich vom Underdog zum auserwählten Volk, das muss man sich mal klar machen, ist allerdings mit ganz hohen Anforderungen verbunden. Die Geschichte von Befreiung und Bündnis, die sie nun hinter sich haben, darf nie wieder vergessen werden. Moment. Ja. Sie erinnern sich an die Folie aus der letzten Vorlesung. Vergessen bedeutet abrutschen in den alten Zustand. Es ist Gottes Vergessenheit und Frevel. Deshalb wird das Erinnern wortreich beschworen, verordnet, eingeübt, und das Vergessen gilt als Rückschritt, ja als eine Katastrophe. Seit der Rede von Richard von Weizsäcker zum 8. Mai 1985 haben viele den Satz des chassidischen Weisen Baal Shem Tov noch im Ohr. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Vergessen verlängert das Exil. In dieser Form wurde die jüdische Erinnerungskultur zum Vorbild für die Deutschen, die nach dem Holocaust eine ganz andere Katastrophe hinter sich haben. Da diese Geschichtslast nicht mehr durch Vergessen entsorgt werden kann, hat das Erinnern auch für unsere Nation damit also eine existenzielle Bedeutung gewonnen. Ich möchte nochmal auf die Worte von Jan-Philipp Remzma zurückkommen, die ich schon mal in einer früheren Vorlesung zitiert habe. Erinnert muss werden, erinnern hat eine imperativische Semantik. Doch was soll am Erinnern positiv sein? Erinnern wie vergessen sind menschliche Eigenschaften, die weder an sich gut oder schlecht sind, sondern beide dazugehören, das Leben zu bewältigen. Nicht erinnern also oder vergessen an sich sind gut oder schlecht, da ist Remzma unbedingt zuzustimmen. Vielmehr müssen wir genauer nach den psychologischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen fragen, innerhalb derer Menschen sich erinnern oder vergessen und vor allem auch nach den Gefühlen, die dabei mobilisiert werden oder die dabei auch ruhig gestellt werden. Erinnern und vergessen sind überall am Aufbau und Abbau von Vergangenheitshorizonten beteiligt. Obwohl Erinnern und Vergessen, das hat Frau Dreyer eben schon gesagt, keine trennscharfen Begriffe sind, sie spielen eigentlich immer in der einen oder anderen Weise ineinander, möchte ich nun in dieser letzten Vorlesung einmal das Visier auf unterschiedliche Formen des Vergessens einstellen. Von Hannah Monnier haben wir gelernt, dass man sich 7 Dinge ganz besonders gut merken kann. Und ich möchte nun paradoxerweise diese heilige Zahl der 7 anwenden und da nun 7 Formen des Vergessens vorstellen, die Sie sich dann hinterher umso besser merken können. Verschiedenen Formen möchte ich jetzt an Beispielen illustrieren und mit dem ersten gleich beginnen. Das erste ist das automatische Vergessen.
Und hier kommt zunächst einmal eine grundlegende Asymmetrie zur Sprache. Nicht erinnern, sondern vergessen ist der Grundmodus menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Das ist meine These heute Abend. Nicht erinnern, sondern vergessen ist der Grundmodus menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Erinnern ist die Negation des Vergessens und bedeutet deshalb in der Regel eine Anstrengung, eine Ausnahme, eine Auflehnung, ein Veto gegen die Zeit und den Lauf der Dinge. Wie im Körper eines Organismus die Zellen, so werden in der Gesellschaft die Objekte, Ideen und Individuen periodisch ausgetauscht. Dieser schleichende Wandel gilt als selbstverständlich und natürlich. Er versetzt niemanden in Alarmbereitschaft. Nicht das Erinnern, sondern das Vergessen ist also der Normalfall der in Kultur und Gesellschaft. Vergessen geschieht lautlos, unspektakulär und allüberall. Erinnern ist demgegenüber die unwahrscheinliche Ausnahme, die immer auf bestimmten Voraussetzungen beruht. Und dazu möchte ich Ihnen nur zwei Beispiele zeigen. Zunächst mal ein sehr altes und traditionsreiches Bild, das geht in die Antike zurück. Das ist die Vorstellung von dem Gedächtnis als einer Flasche mit einem sehr, sehr engen Hals. In diese Flasche geht sehr wenig hinein. Es ist auch die Situation der Pädagogen an einer Universität. Sie haben ihre Studierenden vor sich und möchten, dass in deren Flasche einiges hineinkommt von dem Lehrbuch, das sie da unterrichten. Aber alle diese guten Tropfen gehen, sprenkeln sich in der ganzen Umwelt herum. Aber nur ganz wenige landen am Schluss in diesem Gefäß. Also per iit maxima pars, der größte Teil geht verloren, wenn es um das Gedächtnis geht. Und nun eine moderne oder zeitgenössische Variante dieser Erfahrung, ausgedrückt von W.G. Sebald in seinem Roman Austerlitz. Wie wenig, schreibt er dort, wir festhalten können, was alles und wie viel ständig in Vergessenheit gerät. Wie die Welt sich sozusagen von selber ausleert, indem die Geschichten, die an ungezählten Orten und Gegenständen haften, von niemandem je gehört, aufgezeichnet oder weitererzählt werden. Von allem, was Menschen miteinander erfahren, kommuniziert wird zwischen ihnen und was sie produzieren, ist es stets nur ein ganz verschwindend kleiner Anteil, der tatsächlich von einem gelebten Leben übrig bleibt und weitergereicht wird. Ein Foto, eine Brosche oder ein Möbelstück, ein Sprichwort, ein Rezept, eine Anekdote. Das ist es, wenn es hochkommt, was überhaupt bei den Enkeln oder Urenkeln noch von dem einst so prall gefüllten Leben ihrer Eltern, vor allem Großeltern oder Urgroßeltern, noch ankommt. In Familien, die ausgebombt wurden, die geflohen oder ausgewandert und oft umgezogen sind, sammeln sich kaum materielle Rückstände an. Auch für die Rückstände eines Lebens, die in Kellern oder auf Dachböden noch einige Zeit überdauern, schlägt früher oder später die Abschiedsstunde des Containers. Die Vernichtung von Hinterlassenschaften bei Haushaltsauflösungen, Umbauten oder Abriss mag für einzelne Menschen mühsam und schmerzlich sein, aber aus der Perspektive der Gesellschaft, die von all diesen alltäglichen Vorgängen keinerlei Notiz nimmt, geschieht sie lautlos und eben automatisch. Bei diesem lautlosen Vergessen spielen zwei Faktoren eine besondere Rolle. Zum einen das soziale Vergessen im Biorhythmus der Generationen, in dem die Erfahrungen der älteren Generation regelmäßig immer wieder entwertet und durch neue ersetzt werden. Jede neue Generation ist bestrebt, sich mit ihren eigenen Erinnerungen, ihrer Agenda und ihren Projekten von der vorangehenden Generation ab und gegen sie durchzusetzen. Zum anderen die materielle Entsorgung. Sie beruht auf immer schnelleren Zyklen von Produktserien. Die technischen Gegenstände, die uns umgeben, müssen zu Lebzeit wiederholt ersetzt werden. Dieses Ersetzungs- und Überholungsprinzip ist ein konstitutiver Teil der wissenschaftlich-technischen Evolution und des damit verbundenen Konsumverhaltens. Die Forcierung des Generationenbruchs und die Beschleunigung der Warenproduktion
sind keine naturgegebenen Universalien, sondern zentrale Elemente des kulturellen Programms moderner westlicher Gesellschaften. Aus dieser Sicht sind Zerstörung und Vergessen ein ganz wichtiger Motor des Fortschritts. Das betonte ja schon der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson, den ich in meiner Zeitvorlesung zu Wort kommen ließ. Ich erinnere Sie daran, um erneuern zu können, muss man vieles beiseite schaffen und entsorgen in der, wie er es nannte, unausweichlichen Grube, die die Schöpfung des neuen Denkens für alles Alte eröffnet. Als Anwalt von Evolution, Fortschritt und Modernisierung machte er sich zum Fürsprecher des Vergessens und beschrieb sich selbst als einen unentwegten Sucher ohne Vergangenheit. An endless seeker with no past at my back. Diese Haltung hatte Überzeugungskraft, solange die Zukunft noch mit dem Versprechen eines unerschöpflichen Fortschritts verbunden war. Die Grenzen dieser Einstellung zeigen sich jedoch deutlich, sobald wir es mit einer traumatischen Vergangenheit zu tun haben. Als ein Beispiel dafür möchte ich ein Gedicht des amerikanischen Dichters Carl Sandburg zitieren, der 1918 dieses Gedicht über die großen Schlachtfelder des 19. und 20. Jahrhunderts geschrieben hat, und zwar aus der Perspektive des Grases. Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo. Shovel them under and let me work. I am the grass, I cover all. And pile them high at Gettysburg, and pile them high at Ypres and Verdun. Shovel them under and let me work. 2 years, 10 years, and passengers ask the conductor, what place is this? Where are we now? I am the grass, let me work. Das Gras, das wächst, wo es will, konfrontiert den Leser hier mit einer Reihe grundsätzlicher Fragen. Denn anders als das Gras haben Menschen die Möglichkeit, zwischen Vergessen und Erinnern zu wählen, womit zugleich die Notwendigkeit ethischer Entscheidungen gegeben ist. Wenden wir uns nun einmal dem unwahrscheinlichen Fall zu, dass doch etwas aus dem Strom des automatischen Vergehens und Vergessens geborgen wird. Sammler und Trödler sind Agenten des Aufschubs. Sie verschaffen bestimmten Objekten Schutz vor dem Zerfall und eine geringe Existenzverlängerung durch Aufnahme in ihre Bestände. Eine wirkliche Chance der Existenzverlängerung gewinnen Dinge jedoch erst dann, wenn sie unter das schützende Dach jener Institutionen gelangen, die einen gesellschaftlichen Auftrag für Bestandserhaltung haben. Und das sind zum Beispiel Archive, Bibliotheken oder Museen. Historische Archive sind nicht älter als die Französische Revolution und somit eine ganz wichtige Errungenschaft westlicher Demokratien. Es sind Institutionen, die Relikte einer Vergangenheit weiterhin festhalten, obwohl sie von der Gegenwart nicht mehr unmittelbar gebraucht werden. Dieses Aufbewahren von Dingen und Informationen, die nicht mehr Teil eines aktiven Gebrauchs sind, nenne ich mit Friedrich Georg Jünger Verwahrensvergessen. Bekanntlich hat Nietzsche heftig gegen die rapide anwachsenden Speicher historischen Wissens, die ja an Universitäten produziert werden, in den historischen Geisteswissenschaften produziert werden, polemisiert und sie als eine gefährliche Last der Gesellschaft und des Einzelnen verurteilt. Deshalb gibt es in jeder Kultur, darauf ist Nietzsche nicht eingegangen, das würde ich ihm entgegenhalten, es gibt in jeder Kultur, damit es nicht zu diesem Überlastproblem kommt, Sortierungs- und Orientierungsvorschläge, die helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. In der modernen Informationsgesellschaft zum Beispiel entsteht keine Überlast an Informationen, weil diese durch erweiterte Speicherkapazität kompensiert wird, sowie durch neue Suchmaschinen und Algorithmen, die Daten ständig hierarchisieren. Während Speicherkraft und Volumen des menschlichen Gedächtnisses über Jahrtausende im Großen und Ganzen konstant geblieben sind, nimmt das Volumen der technischen Speicher ständig zu. Deshalb tut sich hier eine Schere auf zwischen
Und diese beiden Begriffe sind mir sehr wichtig, zwischen Speichern auf der einen Seite und Erinnern auf der anderen Seite. Diese Schere, diese Unterscheidung führt im kulturellen Gedächtnis zu einer strukturellen Differenzierung in zwei Bereiche, die ich Kanon und Archiv nenne. Der Kanon ist das Funktionsgedächtnis einer Gesellschaft, das dazu bestimmt ist, in jeder Generation neu angeeignet zu werden. Und in diesem Kanon werden einem Werk, einer Person oder auch einem historischen Ereignis ein besonderer Wert und eine orientierende oder auch identitätsstiftende Bedeutung für die Zukunft zugesprochen. Zur Reaktivierung des gemeinsamen Gedächtnisses leisten Museen oder Jahrestage ihren Beitrag. Hier kommt es also zu einer immer wieder neuen Verbindung zwischen den biologischen Gedächtnissen der einzelnen Menschen und der gemeinsam geteilten Prothese des kulturellen Gedächtnisses. Das Archiv dagegen ist ein Speichergedächtnis einer Gesellschaft, das weit über den Radius dessen, was grundsätzlich oder aktuell gebraucht und angeeignet wird, hinausgeht. Es bildet ein Depot von Daten, deren Uhr, wie gesagt, schon abgelaufen ist. Sie werden dennoch aufgehoben, weil man davon ausgeht, dass sie noch wichtige Informationen bereithalten für Fragen, die allerdings erst noch gestellt werden müssen. Sie sichern die Quellenbasis der historischen Wissenschaften und bilden somit die Voraussetzung dessen, was in der Zukunft noch über eine Gegenwart gesagt werden kann, wenn diese zur Vergangenheit geworden sein wird. Die Daten, die dieses Speichergedächtnis vorhält, können somit jederzeit auch wieder in Informationen, Wissen und Erinnerung zurückverwandelt werden. Dafür sind unsere Geisteswissenschaften ja zuständig. In diesem Sinne ruhen diese Daten im Archiv wie in einem Zustand des eben Verwahrensvergessens. Wir könnten auch sagen, in einem Zustand der Latenz oder der reinen Potentialität zwischen einem Nicht-Mehr und einem Noch-Nicht. Während sich der technische Speicherplatz jährlich annähernd verdoppelt, müssen unsere Gehirne also auf der beschränkten Basis ihrer biologischen Infrastruktur weiterarbeiten. Deshalb ist es ganz wichtig, ich wiederhole es, zwischen Speichern und Erinnern zu unterscheiden. Speichern können nämlich auch technische Apparate, erinnern können nur Menschen. Ich würde auch hinzufügen, natürlich können Menschen auch speichern und das ist die ganze Kunst der Mnemotechnik. Also man kann auch das Gedächtnis als einen Speicher ausbauen und man kann dann Dinge behalten, die auch relativ zuverlässig reproduzierbar sind. Aber wie gesagt, speichern, erinnern können Maschinen nicht, das können nur Menschen. Vergessen im Sinne von übersehen, ausblenden, ignorieren ist aber ein wichtiger Bestandteil des Erinnerns. Die Leerstellen des Vergessens sind konstitutiv für die Organisation des Gedächtnisses. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Die Leerstellen des Vergessens sind konstitutiv für die Organisation des Gedächtnisses. Und das hat bereits Francis Bacon gewusst und dafür ein sehr schönes Bild gefunden. Wer die Kerze in die Ecke trägt, verdunkelt den Rest des Raumes. Das ist das Prinzip, das ein starkes Erinnern auch ein starkes Vergessen mit impliziert. Damit stellt sich nun die Frage nach der Ökonomie des Gedächtnisses und seinen Auswahlkriterien. Wie, wo und durch wen werden diese Weichen eigentlich gestellt? Was wird jeweils aus und was wird eingeschlossen? Nietzsche hat sich für diese Fragen von einem kognitiven und von einem moralischen Standpunkt aus interessiert. Im ersten Fall ging es ihm darum, das Gedächtnis unter die Kontrolle des Willens zu bringen. Die Heiterkeit, schrieb er, das gute Gewissen, die frohe Tat, das Vertrauen auf das Kommende, all das hängt beim Einzelnen wie beim Volke davon ab, dass es eine Linie gibt, die das Übersehbare, Helle, von dem Unaufhellbaren und Dunklen scheidet. Und genau diese Fähigkeit sprach er einem starken männlichen Geist zu. Natürlich nicht den Frauen, die dafür völlig außerstande waren. Und genauso sah es auch Bergson.
Der Mann der Tat, das ist die Formel für diesen Geist, der Mann der Tat zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, wichtige Erinnerungen aufrufen zu können, indem er in seinem Bewusstsein eine Barriere errichtet, die ihn vor der Masse seiner unzusammenhängenden Erinnerungen schützt. Übrigens interessieren sich Kognitionspsychologen und Neurowissenschaftler inzwischen durchaus auch für diese Fähigkeit. Sie ist für sie aber nicht mehr gegendert, sondern kommt für alle Menschen in Frage. Und sie sprechen heute von der Executive Function. Executive Function, darunter verstehen sie die Fähigkeit des Bewusstseins, von irrelevanten Assoziationen abzusehen und den Fokus ausschließlich auf relevante Ziele, Argumente oder Handlungen hin auszurichten. Nietzsche hat uns allerdings daran erinnert, dass die kognitive und die moralische Dimension nicht immer so leicht zu trennen sind, weil nämlich ein ganz starkes Bedürfnis besteht, das Gedächtnis mit dem eigenen Selbstbild in Einklang zu bringen. Das hat er uns an einem kleinen Aphorismus gelehrt, in dem er zeigt, wie sich das Erinnern, zum Gehilfen und Komplizen des Vergessens werden kann, wenn es gilt, das Gesicht zu wahren. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Nietzsche hätte aus dieser großartigen Einsicht eine Theorie der Verdrängung entwickeln können. Das hat er jedoch nicht getan, weil er im Gegensatz zu Freud zu einem Befürworter des Vergessens wurde. Vergessen war für ihn notwendig, um den Handelnden starke Motivationen wie Mut und Tatkraft zurückzugeben oder bei ihnen aufrechtzuerhalten. Der Soziologe Maurice Halbwachs hat die Frage nach den Auswahlkriterien des Erinnerns auf eine soziologische Grundlage gestellt. Er führte den Begriff des sozialen Rahmens ein in die Gedächtnisforschung und verstand darunter das jeweilige Auswahlprinzip, das dem Einzelnen von der Gruppe vorgegeben wird. Was erinnert wird und was nicht, so meinte Halbwachs, darüber entscheidet nicht der Einzelne, sondern das ist abhängig von den aktuellen Kommunikationsregeln der sozialen Gruppe, der man angehört. Der soziale Rahmen organisiert also die Dynamik des Ineinandergreifens von Erinnern und Vergessen. Jeder Rahmen sperrt ein ganzes Spektrum an Erinnerungen aus, denen die soziale Akzeptanz damit entzogen ist. Und was man eben nicht zur Sprache bringen kann, das bleibt bei einem und wird nicht weiter kommuniziert und kann eben auch dann vergessen werden oder auf alle Fälle ausgeschlossen werden. Nur über den Wechsel von Gedächtnisrahmen können ausgesperrte Erinnerungen dann von der Gesellschaft wieder aufgenommen und verarbeitet werden. Also das setzt voraus, dass sie in irgendeiner Weise erhalten bleiben. Auch das Vergessene ist ja nicht gleich gelöscht. Übrigens, dieses Wechseln der Gedächtnisrahmen kann man auch sehr gut vergleichen mit dem Wechseln der wissenschaftlichen Paradigmen. Ein Paradigmawechsel in unseren Wissenschaften bedeutet immer, dass plötzlich das Vergessene und Übersehene in den Mittelpunkt gerät und alles andere, was vorher im Zentrum war, in die Peripherie rückt. Dadurch entsteht eine große Dynamik und eine ständige Umordnung, wichtige Umordnung des Wissens. Um nun die Logik der Erinnerungspolitik besser verstehen zu können, können wir Halbwachs und Nietzsche miteinander verknüpfen. Das nationale Gedächtnis wird nämlich gemeinhin vom Stolz oder der Erinnerung auf der anderen Seite an eigenes Leid regiert, während die Erinnerung an eigene Schuld nur sehr schwer Einlass findet. Im Lichte einer zivilgesellschaftlichen Erinnerungskultur, von der hier ja schon die Rede war, hat seit den 1990er Jahren erstmals auch das öffentliche Bekenntnis von Schuld Einlass ins nationale Gedächtnis gewonnen. Das war eine historische absolute Neuigkeit. Im Rahmen dieser Politik der Reue übernehmen westliche Staaten zunehmend auch Verantwortung für eigene Verbrechen und integrieren die Perspektive ihrer Opfer, die sie gefordert haben, ins nationale Narrativ. Damnatio Memoriae
ist eine Form des strafenden Vergessens durch symbolische Vernichtung eines Gegners, der abrupt in Ungnade gefallen ist. Ein Mensch lebt, wenn sein Name genannt wird. Dieses altägyptische Sprichwort gilt eigentlich allen Kulturen überall auf der Welt. Deshalb gilt das Vergessen und die Auslöschung des Namens als eine ganz schwere Strafe, ja als ein zweiter Tod. Sie trifft die Existenz der Person, die damit verleugnet und vernichtet wird. Diejenigen, deren Namen aus den Annalen gestrichen und von den steinernen Monumenten weggemeißelt werden, sollen symbolisch ein zweites Mal sterben. Diese Form des Vergessens ist allerdings gekennzeichnet von dem performativen Widerspruch, auf den Umberto Eco schon aufmerksam gemacht hat, dass sie nämlich, also das Wegmeißeln als Löschoperation, weil sie nämlich Aufmerksamkeit für das mobilisiert, dem ja gerade die Aufmerksamkeit entzogen werden soll. Es funktioniert also nicht. Deswegen hieß der Aufsatz von Umberto Eco zu diesem Problem ein Ars Oblivionalis, also eine Kunst des Vergessens, forget it. Ja, hat er sehr hübsch so ausgedrückt, forget it, das kann man vergessen. Ich möchte Ihnen hier aber zwei oder drei Beispiele zeigen, wie solches, so eine Kunst des Vergessens aussehen kann. Hier haben Sie ein Beispiel von einem Monument Mussolinis, das er auf dem Forum Romanum errichtet hat. Und der Name Mussolinis wurde nach 45 ausgemeißelt, ausgelöscht. Und erstaunlicherweise ist der Name Mussolinis heute wieder in voller Pracht zu lesen. Er ist also zurückgekehrt aus dem Vergessen. Zwei andere Beispiele wäre der Index des Vatikans zum Beispiel, die verbotenen Bücher oder auch die Bücherverbrennung 1933 auf deutschen Marktplätzen überall praktiziert. Aber auch hier kann man von einem paradoxen Umkippen von Vergessen in Erinnern sprechen, denn Goethe als Beispiel hat sich den Index dieser verbotenen Bücher zu seinem eigenen privaten Kanon erwählt, hat gesagt, das müssen ja die interessanten Bücher gewesen sein, und hat sich, also die kamen besonders viel Aufmerksamkeit zu, und Ähnliches passiert in Heidelberg in der UB nach dem Krieg, als man sich fragte, wir müssen die Universitätsbibliothek wieder aufbauen, was ist denn da unser Maßstab? Und da wurde die Verordnung weitergegeben, nehmt doch erstmal die verbrannten Bücher. Also die sind aus dem Vergessen auf diese Weise dann auch in den Kern, in den Kanon sogar des Gedächtnisses zurückgekehrt. Während historische Archive ein Verwahrensvergessen ermöglichen, das Teil einer demokratischen Kultur ist, die die Alterität der Vergangenheit als einen kulturellen Wert anerkennt und auch schützt, sind, und das ist das Gegenstück zum historischen Archiv, sind politische Archive ein Steuerungsinstrument der Macht. Solange Archive verschlossen gehalten werden, können vergangene Verbrechen, wie etwa der Genozid an den Armeniern, nicht historisch aufgearbeitet werden. Den Opfern von Gewalt wird dabei das Recht auf ihre Geschichte und Erinnerung entzogen. Das Thema des repressiven Vergessens und die totale Kontrolle über die Vergangenheit hat George Orwell in seinem berühmten Roman 1984 vor dem Hintergrund aktueller Diktaturerfahrungen aus allernächster Anschauung analysiert. Sie alle kennen sein Fazit: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Orwell hat in seinem Roman aber auch gezeigt, wie unendlich mühsam es ist, dieses politische Ziel des repressiven Vergessens radikal umzusetzen und die Geschichte nachträglich auf die Eindeutigkeit der aktuellen Propaganda der Gegenwart auszurichten. Zu den von ihm beschriebenen Manipulationsstrategien gehörten etwa Verleugnen, Vertuschen, Lüge und Täuschung, einschließlich des permanenten Umschreibens von Dokumenten und nicht zu vergessen des Retuschierens von Fotografien. Repressives Vergessen kann aber auch sehr viel weniger drastisch, aber vielleicht sogar noch viel effektiver umgesetzt werden, durch das, was Johann Galtung strukturelle Gewalt genannt hat. In patriarchalischen Gesellschaften zum Beispiel haben Frauen keinen oder nur sehr erschwerten Zugang zu Schrift und Druck, was zu ihrem weitgehenden Ausschluss aus Archiven und Bibliotheken geführt hat.
Men have every advantage of us in telling their own story. Education has been theirs in so much higher a degree. The pen has been in their hands. Die Feder war in ihrer Hand, der männlichen Hand. Diese hellsichtigen Sätze stehen nicht im Essay von Virginia Woolf aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern bereits in einem Roman von Jane Austen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Entsprechendes gilt aber auch für andere sozial, religiös oder rassisch unterdrückte Bevölkerungsgruppen. Etwa die Oral History-Bewegung der 60er, 70er, 80er Jahre war der Versuch von jungen Historikern einer neuen Generation, das, was nicht in die Archive gelangt ist, wo ja immer nur die Haupt- und Staatsaktionen lagerten, also das Gedächtnis der Bevölkerung und vor allem auch der Arbeiterklasse in die Archive zu holen durch Interviews, Oral Interviews. Das war ein Versuch der Anreicherung der Archive und die ganze feministische Bewegung hat genau dasselbe Ziel gehabt. Strukturelle Gewalt sorgt dafür, dass nämlich immer nur einige Stimmen gehört werden und andere nicht. Ganze Gruppen, wie die etwa auch indigenen Bevölkerungen in Australien oder in den USA, gelten als geschichtslos, nur weil sie keine Schriften, Dokumente und Archive vorzuweisen haben. In diesem Falle müssen sich nicht nur die Gedächtnisrahmen mit Halbwerks zu sprechen, sondern vor allem auch die Gewaltverhältnisse ändern, damit das Schweigen gebrochen und das Vergessene in die Sprache zurückgeholt werden kann. Wenn absehbar wird, dass das Gebäude ihrer Macht einstürzen wird, pflegen die Täter sich durch Maßnahmen des Vertuschens und Verdeckens vor Strafverfolgung in Sicherheit zu bringen. Hochrangige Nazi-Funktionäre wechselten nach 1945 Namen und Identitäten und löschten auf diese Weise die Schuld des früheren Lebens. Also in der Umgangssprache hieß das damals Braunschweiger oder U-Boote. So, das waren die untergetauchten und mit neuer Identität lebenden Menschen. Es gab, glaube ich, 80.000 von ihnen in der Nachkriegszeit. Solange sie an der Macht sind, wissen sich die Täter nämlich vor Strafe geschützt. Wenn ihnen diese Macht entzogen ist, setzen sie auf Vergessen. Durch hastige Spurentilgung versuchen sie dann, sich ihrer schuldhaften Geschichte zu entledigen und der Verfolgung und Verantwortung zu entziehen. 7 Millionen Karten zum Beispiel der NSDAP-Mitgliederdatei waren vor Kriegsende in eine Papiermühle in der Nähe von München zum Schreddern gebracht worden, wo sie jedoch in den Wirren der letzten Kriegstage vergessen und später dann von den Amerikanern beschlagnahmt wurden. Da waren sie aber erstmal im Verwahrensvergessen, bis sie, nämlich im Berlin Document Center, wo sie erst im Jahre 2003 von Historikern aufgefunden und öffentlich thematisiert worden sind. Nach 70 Jahren erinnerten diese Karten eine Generation, die ihr Gedächtnis verloren hatte, an ihre NSDAP-Mitgliedschaft. Ein anderes Beispiel sind die Stasi-Akten, die hier auch in ganz großen Schredderaktionen zunächst mal entsorgt werden sollten. Und das ist das Beispiel für eine Aktion, die jetzt gerade noch mit diesen riesigen Schnipseln umgeht, um daraus noch einmal die Dokumente zu rekonstruieren. Das komplizitäre Vergessen der Gesellschaft schützt die Täter davor, namhaft zu werden und sich für ihre Verbrechen verantworten zu müssen. Der Satz dafür wurde von Hitler ausgesprochen und er lautet: Wer erinnert sich oder wer spricht heute, wer redet denn heute noch von der Vernichtung der Armenier? Es festigt sich dieses Schweigen, festigt sich durch den Druck von sozialen Tabus. Wir haben es hier mit genau genommen mit drei verschiedenen Formen des Schweigens zu tun, die sich gegenseitig stabilisieren. Es gibt auf der einen Seite das defensive Schweigen auf der Seite der Täter, die das Schweigen als Schutz suchen. Es gibt das symptomatische Schweigen auf der Seite der Opfer, die einfach nicht in der Lage sind zu sprechen. Und es gibt schließlich, und das ist ganz wichtig, das komplizitäre Schweigen der Gesellschaft, das diese Asymmetrie weiterhin stabilisiert. Wenn alle drei Formen zusammenkommen, können Vergehen und Verbrechen lange und effektiv
unterdrückt, vergessen werden. So bedurfte es in den 80er Jahren eines weltweiten westlichen Wertewandels und einer neuen Sensibilität für die Abhängigkeit und Ausbeutung der Opfer traumatischer Gewaltgeschichten. Es gibt aber auch noch ein anderes Beispiel, das sehr viel kürzer zurückliegt. Das war im Jahr 2010. Da haben Sie hier diese Kampagne des Schweigenbrechens. Sie sehen Wim Wenders, der die Plakate dafür entworfen hat. Damals hingen sie an jeder Litwa-Säule, an jeder Haltestelle. Und diese Kampagne hielt in Deutschland das ganze Jahr an und hat, würde ich mal denken, das Klima in vielen Städten und auch inzwischen Staaten so verwandelt, dass inzwischen das Schweigen, das zunächst mal ein Schutzschild für die Täter war, verwandelt wurde in ein Sprechen, das dann zum Resonanzboden für die Opfer wurde. Also das Schutzschild für die Täter verwandelt sich beim Brechen eines solchen Schweigens in einen Resonanzboden für die Opfer. Ich komme mal zu meiner sechsten Form und ich habe ja schon angekündigt, dass die Begriffe Erinnern und Vergessen ambivalent sind, also gut oder schlecht ist einfach noch nicht von vornherein zu entscheiden. Und deswegen möchte ich nun auf keinen Fall die positiven Seiten des Vergessens vergessen. Und zu denen, die uns die Wohltaten des Vergessens in Erinnerung gebracht haben, gehört vor allem Bert Brecht. Der hat ein sehr schönes Gedicht mit dem Titel Lob des Vergessens geschrieben und das endet mit folgenden Zeilen. Die Schwäche des Gedächtnisses verleiht den Menschen Stärke. Woher, wenn nicht aus dem Vergessen, könnte sonst der Mensch, der von Erfahrung und Leiden gebeugt ist, die Kraft und den Mut nehmen, sich immer wieder, jeden Morgen von Neuem, den widrigen Verhältnissen zu stellen. Wir nennen diese Kraft des Durchhaltevermögens heute Resilienz. Also neben dem repressiven und defensiven Vergessen gibt es also auch durchaus ein hoffnungsvolles, ein wichtiges, heilsames, konstruktives Vergessen, das die Grundlage für einen Neubeginn ist. Nach 1945 zum Beispiel war es tatsächlich die Schwäche des Gedächtnisses, die den Menschen Stärke verlieh. Insbesondere nach einem politischen Systemwandel wird daher vieles plötzlich, sehr plötzlich vergessen. Vergessen im Sinne geradezu einer Tabula rasa. Im Geschichtsunterricht nach der Wende mussten die Schüler zum Beispiel in der ehemaligen DDR auf Geheiß der Lehrerin ganze Kapitel aus ihren Geschichtsbüchern herausreißen. Wie sich das in der jungen Generation anfühlte, das hat die Enkelin von Christa Wolf, Jana Simon, folgendermaßen beschrieben. Es gibt keinen Ort, an dem sie ihre Kindheit wiederfinden konnten. Die Clubs ihrer Jugend sind fast alle geschlossen, manche wie das PW sogar abgebrannt. Die Straßen heißen anders, die Schulen auch. Die Einrichtungen in den Wohnungen ihrer Eltern wurden ausgetauscht, ihre Häuser wurden renoviert, die Produkte ihrer Kindheit, alles weg. Ihre alten Lehrbücher lagen neben den Mülltonnen, Bücher über die Geschichte der Arbeiterklasse, die sie vorher zum Teil auswendig lernen mussten. Die Traditionszimmer in ihren Schulen, die Ehrenhaine, in denen die sinnlosen Fahnenappelle abgehalten wurden, alles verschwand in der Erinnerung. Oder vielmehr, mit Emerson zu sprechen, in der riesigen Müllgrube des Vergessens, die hier jedoch nicht der westlichen Innovationsdynamik, sondern der Logik des abrupten Systemwechsels zu verdanken ist. Hier geht es aber nicht, und das möchte ich betonen, um einige Spurentilgung, sondern um die Herstellung einer Tabula rasa im Bedürfnis nach schneller und effektiver Anpassung an einen neuen Zustand. Christian Meyer hat in seinem Buch über das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns auch die Bedeutung des Vergessens als einer ganz besonderen kulturellen Errungenschaft herausgestrichen. Er zeigt, dass nach Bürgerkriegen das gemeinsame Vergessen der schlimmen Vergangenheit die Gesellschaft immer wieder befrieden konnte. Seine Beispiele sind der Peloponnesische Bürgerkrieg der athenischen Polis sowie der Dreißigjährige Krieg, wo im
Frieden von Münster aus Nabrück, sich die Formel im Friedensvertrag vom Vergessen und Vergeben findet. Diese Formel vom Vergeben und Vergessen hat sich in der Geschichte nach Bürgerkriegen wiederholt und immer wieder auch eine schnelle politische und soziale Integration befördert. Auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Therapie noch einmal eingesetzt oder diese Strategie. Und dafür hatte ich Ihnen ja schon einmal die Worte von Winston Churchill zitiert, 1946 in Zürich ausgesprochen, wo er sagte: Wir alle müssen den Gräueln der Vergangenheit den Rücken zuwenden. Wir müssen in die Zukunft schauen. Und am Schluss sagt er: Wenn Europa von endlosem Unheil und endgültigem Untergang gerettet werden soll, müssen wir es auf einen Akt des Glaubens an die europäische Familie und einen Akt des Vergessens aller Verbrechen und Irrtümer der Vergangenheit gründen. Inzwischen, und jetzt, das klingt jetzt nicht mehr so positiv nach all dem, was ich gesagt habe, möchte ich nochmal an die wirklich positiven Wert des Vergessens zu dem zurückkommen und hinweisen, dass im Moment auch gerade die Evolutionspsychologen die Bedeutung des Vergessens wiederentdecken. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von Extinktionslernen. Sie meinen damit den Vorgang des Entlernens. Also wie kann man etwas rückgängig machen, was man gelernt hat? Das heißt, man muss die schädlichen Synapsen und Gedächtnisspuren wieder auflösen. Und darüber wird im Moment intensiv geforscht. Denn Vergessen ist wichtig für die Befreiung unter anderem der Individuen von angeborenen Urängsten, wie zum Beispiel der Spinnenangst. Aber auch grundsätzlich nötig, und das ist ganz wichtig, für die Fähigkeit, Neues aufzunehmen. Ein Gedächtnis, in dem die Synapsen festgefahren sind, kann sich nämlich nicht an neue Umweltbedingungen anpassen. Also Vergessen ist ein Teil der Flexibilität, der Plastizität, wie wir von Hannah Monnier gehört haben, des Gehirns. Ich möchte Ihnen noch einen Satz von Goethe hinzufügen, den ich erst heute entdeckt habe und der auch nochmal diese positive Kraft des Vergessens betont. Er sagt zu Eckermann: Hätte ich aber so deutlich wie jetzt gewusst, wie viel Vortreffliches seit Jahrhunderten und Jahrtausenden da ist, ich hätte keine Zeile geschrieben, sondern etwas anderes getan. Also, Sie sehen daraus, das Vergessen ist auch die Wurzel der Kreativität und der Originalität. Ich komme zu meiner siebten Form, therapeutisches Vergessen. Und das ist eben die gewisse Aufweichung dieses Tabula Rasa-Gedankens, den ich noch einmal aufgreifen muss. Wir haben nämlich erlebt, dass in den letzten Jahrzehnten im globalen Maßstab unter dem wachsenden Druck traumatischer Vergangenheiten die kulturellen Rahmen, um mit Halbwachs zu sprechen, immer öfter von Vergessen auf Erinnern umgestellt wurden. Von der Form der bedingungslosen Holocaust-Erinnerung, die erst Ende der 80er Jahre entstand, möchte ich dabei aber hier noch eine andere Form des Erinnerns unterscheiden, die das Vergessen durchaus einschließt und in gewisser Weise sogar auch darauf ausgerichtet ist. Ich nenne es hier das therapeutische Vergessen, das auf Versöhnung, soziale Integration und die Überwindung einer gemeinsamen Gewaltgeschichte zielt, die eben heute nicht mehr durch Vergessen, sondern durch Erinnern erreicht wird. Die westliche Kultur ist reich, das ist also gar nichts Neues mit diesem therapeutischen Vergessen, die ist reich an Beispielen für solches transitorische Erinnern, Erinnern um zu vergessen. Im Rahmen der christlichen Beichte zum Beispiel wird erinnert um zu vergessen. Die Schuld muss aufgelistet und ausgesprochen werden, bevor sie durch die Absolution des Priesters getilgt werden kann. Ähnliches gilt auch für den künstlerischen Prozess der Katharsis. Durch Reinszenierung eines schmerzlichen Ereignisses auf der Bühne des Theaters etwa, kann eine Last der Vergangenheit noch einmal durchlebt und dabei überwunden werden. Die Gruppe, die solches durchlebt, geht nach der Theorie des Aristoteles aus dieser Erfahrung gereinigt hervor. Vergessen durch Erinnern, nun nicht kollektiv, sondern individuell, ist im Grunde auch das Ziel der Freudschen Psychoanalyse.
die die belastende Vergangenheit noch einmal ins Bewusstsein hebt, um sie danach umso besser hinter sich zu lassen. Eine ähnlich therapeutische Funktion hat das Erinnern in den neuen öffentlich-politischen Verfahren. Ich denke an die Tribunale der Truth and Reconciliation Commission, wo die schmerzhafte Wahrheit noch einmal ans Licht geholt und öffentlich gemacht wird. Das Opfer muss seine Leiden erzählen dürfen und sie müssen mit Empathie angehört und anerkannt werden, damit sie anschließend aus dem sozialen und politischen Gedächtnis entsorgt werden können, beziehungsweise in ein gemeinsames Gedächtnis, in einem gemeinsamen Gedächtnis Platz finden. In traumatisch gespaltenen Gesellschaften führt der Weg zur Rechtsstaatlichkeit und Integration heute eben gerade nicht mehr, würde ich sagen, wie Christian Meyer empfiehlt, durch das Vergessen, sondern durch das Nadelöhr der Erinnerung in Gestalt der Aufarbeitung von Massenverbrechen. Durch politische Rituale der Reue und empathische Teilhabe der Gesellschaft an der Erinnerung der Opfer soll die Last der Vergangenheit abgetragen werden und auf dieser Grundlage ein Neubeginn möglich und die Geschichte zur möglich werden, damit die Geschichte zur Vergangenheit werden kann. Abschließend können wir die Feststellung von Remzma also bestätigen, dass Erinnern und Vergessen menschliche Eigenschaften sind, die an sich weder gut oder schlecht sind, sondern die beide dazugehören, um das Leben zu bewältigen. Die ersten drei Formen auf meiner Liste, automatisches Vergessen, Verwahrensvergessen und selektives Vergessen, sind an sich wertneutral. Sie betonen die Funktionen des Vergessens als ein mentaler Filter und eine materielle Komplexitätsreduktion. Die Formen 4 und 5, repressives und defensives oder komplizitäres Vergessen, sind negativ konnotiert. Hier handelt es sich um Vergessen als eine Waffe, um aggressive und lautlose Formen der Erhaltung von Macht, um den Schutz der Täter und die Stabilisierung eines repressiven Klimas. Die beiden letzten Formen des Vergessens, konstruktives und therapeutisches Vergessen, sind dagegen eindeutig positiv konnotiert. Sie beziehen sich auf die Rolle des Vergessens im Umgang mit traumatischer Vergangenheit. In diesem Punkt zeichnet sich derzeit, wie ich angedeutet habe, ein Paradigmawechsel ab, der etwas mit dem veränderten Weltethos zu tun hat. Das löschende, konstruktive Vergessen, das eine Tabula Rasa-Situation für den Neubeginn herstellen soll, weicht eben in diesen politischen Konstellationen im Moment immer mehr dem therapeutischen Vergessen, das das Erinnern nicht mehr negiert, sondern in sich aufgenommen hat. Der größte Teil geht verloren. Das ist die älteste Selbstbeschreibung des menschlichen Gedächtnisses, die für Individuen und Gesellschaften wie Kulturen gleichermaßen gilt. Das Gedächtnis ist immer eingeschränkt, denn es bezieht sich auf die Perspektive und Erfahrung eines Individuums oder einer Gruppe. Um etwas im Gedächtnis unterzubringen, bedarf es also immer besonderer Anstrengungen. Aber die lohnen sich, denn Gedächtnis stiftet Gemeinschaft. Man erinnert sich, um dazuzugehören, und man möchte auch selbst im Gedächtnis der Gruppe fortleben. So hätte ich meinen Vortrag eigentlich abschließen können, wenn nicht im Mai 2014 eine neue Rechtslage entstanden wäre. Der Europäische Gerichtshof hat in seine Datenschutzverordnung mit Artikel 17 das Recht auf Vergessenwerden eingefügt. Damit hat er eine neue Gesetzgebung geschaffen, die eben auch eine neue Form des Vergessens einführt, nämlich die gezielte Löschung von Daten im Sinne des Personenschutzes. Die neue Rechtsprechung reagiert tatsächlich auf ganz neuartige Probleme. Das gewohnte Zusammenspiel zwischen Erinnern und Vergessen ist im Internet in Unordnung geraten, weil sich technische Maschinen der Sache angenommen und dieses Gleichgewicht zwischen Erinnern und Vergessen zerstört haben. Damit hat sich unser Verhältnis zum Vergessen tiefgreifend gewandelt. Und nun ist das Erinnertwerden nicht mehr nur ein Segen, sondern auch ein Fluch. Was auf irgendeinem Weg im Internet gelandet ist,
wird mit dem bloßen Verstreichen der Zeit nicht mehr dekomponiert und kann auch nicht geschreddert werden. Es gleitet über in das universale Online-Archiv der Menschheit, das mithilfe von Suchmaschinen blitzschnell durchsuchbar ist und zu dem immer mehr Personen auch Zugang haben. Dieses digitale Mega-Archiv hat die Eigenschaft, von allen Seiten blitzschnell und mühelos alles Mögliche aufzunehmen, aber eben nichts zu vergessen. Mit dem Internet als einer neuen Gedächtnisprothese hat sich die Grundstruktur der Kultur dramatisch verändert. Das hat der Rechts- und Politikwissenschaftler Viktor Mayer-Schönberger in einem sehr prägnanten Statement folgendermaßen zusammengefasst. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte war das Vergessen für uns Menschen die Regel und das Erinnern die Ausnahme. Genauso habe ich ja angefangen. Aufgrund der weiten Verbreitung digitaler Techniken ist das Vergessen heute zur Ausnahme und das Erinnern zur Regel geworden. Damit ist eine totale Umkehrung unserer Vorstellungen, ja eine schleichende Kulturrevolution beschrieben. Der Grundsatz von der Schwierigkeit und Aufwendigkeit des Erinnerns ist außer Kraft gesetzt, so die These, seit digitale Träger ihr Speichervolumen in kurzen Zeitabständen verdoppeln. Jeder und jede, die mit einem Smartphone ständig Fotos macht, weiß, wie leicht es ist, in kürzester Zeit enorme Datenmassen und Archivbestände anzuhäufen. Grundsätzlich sind bewegte und unbewegte Bilder, Töne und Texte einfach und unbegrenzt speicherbar. Genau genommen ist das Vergessen dabei eigentlich genauso einfach geworden. Mit derselben Anstrengung, es geht ja immer nur um einen Klick, mit dem wir speichern, könnten wir eigentlich auch löschen. Doch das erweist sich inzwischen immer mehr als ein Trugschluss. Was einmal eingespeist wurde in die weltweiten Datenströme, die von Server zu Server fließen, kann nicht mehr so einfach rückgängig gemacht werden. Es bilden sich obsolete, aber obstinate Datenschichten, die auf Knopfdruck jederzeit wieder an die Oberfläche zurückgeholt werden können. Dieser fundamentale kulturelle Wandel vom Vergessen zum Erinnern als dem normalen Betriebsmodus der Gesellschaft führt nicht nur zu neuen rechtlichen und technischen Problemen, er wird derzeit auch in der Theorie intensiv diskutiert. Und darauf möchte ich abschließend noch kurz zu sprechen kommen. Ich möchte dabei an die Thesen von Andrew Hoskins anknüpfen. Hoskins, der zur Generation der Digital Natives gehört, hat das Internet eine gänzlich neue Form des kulturellen Gedächtnisses hervorgebracht. Seine Thesen lauten: erstens, er setzt das Gedächtnis mit den Medien gleich. Kulturelles Gedächtnis, so die Argumentation, ist ja nicht ohne Medien denkbar, es beruht auf ihnen, also ist es kein Wunder, dass es sich fundamental mit den neuen Medien auch verändert, aber er verknüpft damit auch noch gleich die zweite These, das Gedächtnis hat seine Grenzen verloren und seinen Bezug zu Identitäten aufgelöst. Gegen diese Reduktion von Gedächtnis auf Medien und die daraus resultierende Gleichsetzung von Gedächtnis und Medien möchte ich auf dem wichtigen Unterschied, den ich hier schon eingeführt habe, zwischen Speichern und Erinnern bestehen. Was Hoskins beschreibt, gilt für den Modus des Speicherns, absolut, nicht aber für den des Erinnerns. Wenn die Verbindung zu Identitäten aufgelöst ist, haben sich dann auch die Voraussetzungen für das Erinnern erledigt. Das Internet hat aber nicht die Macht, Identitäten abzuschaffen oder gleichzuschalten. Vielmehr kann es sich ebenso in den Dienst von Identitäten stellen. Sein dritter Punkt, seine dritte These, das Internet hat unsere Zeitstruktur verändert, denn es hat das Ende der Erosionszeit besiegelt. Es gibt keine Erosionszeit mehr, ein Ende des, was er Decay Time nennt, eine Zeit, in der etwas vergeht. Da Informationen im Netz eben nicht vergehen, sondern immer wieder herstellbar sind, geraten sie nicht in einen zeitlichen Abstand. Wir haben keine Vergangenheit mehr, wir haben keinen zeitlichen Abstand. Vergangenheit kommt ja von Vergehen. Wenn wir also nicht mehr Vergehen haben, haben wir auch keine Vergangenheit mehr. Also sie
haben keinen Abstand, sie verwittern nichts und sie unterliegen auch nicht der, wie andere materielle Bestände einer periodischen Entsorgung. Niemand kann mehr darauf bauen, dass Dinge, die längere Zeit zurückliegen, auch allmählich vergessen werden. Aufgrund der neuen Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und Transparenz der Daten kann Vergangenes eben auf Knopfdruck wieder Gegenwart werden, permanent vergegenwärtigt werden und, wie wir an Beispielen wissen, aktuelle Konsequenzen für die soziale Reputation von Personen haben. Diese besondere Zeitstruktur des Netzes wird zurzeit intensiv diskutiert und zum Gegenstand weitreichender Thesen gemacht. Hans-Ulrich Gumbrecht zum Beispiel spricht von der neuen Zeitstruktur der breiten Gegenwart, aus der die Dimensionen sowohl wie Vergangenheit, von Vergangenheit und Zukunft verschwunden sind. Meine Kritik an dieser These ist, dass hier dem Internet die Kraft zugesprochen wird, das gesamte Leben unter seine Regie zu zwingen. Aber es gibt ja doch noch ein Leben im Materiellen und auch im Biologischen. Statt einer Gleichsetzung und Gleichschaltung von virtuellem und materiellem oder biologischem erscheint es mir daher angebracht, lieber die neue Interferenz unterschiedlicher Zeiterfahrungen genauer zu untersuchen. Das wäre dann eine Aufgabe für eine weitere Stiftungsprofessur. Es gibt bisher, so können wir vielleicht zusammenfassen, keine vollständige Kontrolle über das Gedächtnis, weder über das Biologische noch über das Kulturelle. Dieser Satz, der bislang einen durchgehend positiven Klang hatte, scheint im Internet jedoch nicht mehr zu gelten. Indem die Zugänglichkeit, Durchsuchbarkeit, Sortierung und Transparenz der Daten enorm zugenommen hat, haben sich auch die Formen des Zugriffs auf Daten grundlegend verändert und fordern deshalb neue Formen der Einhegung. Das Internet organisiert und hierarchisiert nicht nur unsere Aufmerksamkeit, sondern, so können wir eigentlich hinzufügen, bedarf inzwischen auch mitwachsender Aufmerksamkeit. Nietzsche, Vordenker in allem, hat vor 150 Jahren auch dieses Problem in gewisser Weise schon vorhergesehen. Als er das Gedächtnis beschrieb, mit folgenden Worten: Es ist ein Wunder. Der Augenblick im Husch da, im Husch vorüber, vorher ein Nichts, nachher ein Nichts, kommt doch als Gespenst wieder und stört die Ruhe eines späteren Augenblicks. Genauso kann der große Datenspeicher des Internet die soziale Ruhe stören, weil Früheres nicht in Stapeln abgelegt und durch Neues verdeckt wird oder anderweitig verblasst und mit der Zeit verloren geht, sondern alles gleich nah und zugänglich bleibt und eben auf Knopfdruck wiederherstellbar ist. Mit diesem neuen Problem müssen wir uns heute auseinandersetzen. Eine neue Variante des Vergessens in Form von gezielten Löschoperationen ist also ein dringendes Desiderat und ein rechtlicher Anspruch geworden, der verhindern soll, dass der uralte menschliche Wunschtraum des Erinnertwerdens allmählich in den Albtraum des Nicht-mehr-Vergessen-Werdens umkippt. Mein Fazit: Ohne Vergessen geht es nicht. Das wusste unter anderen historischen und technischen Bedingungen bereits der französische Schriftsteller Honoré de Balzac, der uns einen unvergesslichen Satz überliefert hat, mit dem ich schließen möchte. Da haben wir den Nietzsche erst noch, der auch noch mal seine Zeit bekommt. Und nun Balzac: Die Erinnerungen verschönern das Leben, aber das Vergessen allein macht es erträglich. Danke Ihnen.